früher als George und Galote, Prinz Louis und Traute X27, Taufdatum steht. Der kleine Prinz Louis wird schon bald in der Kirche aufgenommen. Am 23. April und damit nur wenige Tage vor dem Geburtstag seiner Uroma Queen Elizabeth II. hat das dritte Kind von Prinz William, 35, und Herzogin Kate, 36, das Licht der Welt erblickt. Während das Volk an dem besonderen Tag stundenlang auf den Anblick des kleinen Rackers gewartet hatte, hat die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen besonders eines beschäftigt: Wann wird der Knirp getauft? Der Palast gibt jetzt bekannt: Am 9. Juli wird der Blaublitter das erste Sakrament empfangen. Auf der offiziellen Twitter-Seite des Kensington Palace heißt es: Der Herzog und die von Cambridge sind erfreut, zu verkünden, dass die Taufe von am Montag, den 9. Juli, in der Chapel Royal im St. James Palace in London stattfinden wird. Außerdem wurde verraten, wer die christliche Zeremonie abhalten wird. Wie auch bei Louis' Geschwistern Prinz George, 4, und Prinzessin Galote, 3, wird der Erzbischof von Canterbury, 62, diesen Part übernehmen. Für ihn ist es nach der Trauung von Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, schon der zweite royale Gottesdienst innerhalb nur weniger Monate. Eigentlich hätte man dem Geistlichen noch eine kleine Verschnaufpause gönnen können. Während Louis' ältere Geschwister ziemlich genau nach 3 Monaten getauft worden sind, ist der jüngste Spross tatsächlich dieses Mal etwas früher dran.